Warum erkannte Snape die Karte des Rumtreibers nicht? Das und vieles mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video geht es um Severus Snape, Remus Lupin, die Karte des Rumtreibers und den Gefangenen von Azkaban. Genauer gesagt werden wir einen Blick auf eine Szene im Gefangenen von Azkaban werfen, in der Severus Snape, der seit vielen Jahren keinem der Rumtreiber mehr begegnet ist, auf die Karte des Rumtreibers trifft. Das Merkwürdige an Snapes Begegnung mit der Karte ist jedoch, dass er sie nicht zu erkennen scheint. Alles beginnt damit, dass Harry eines Nachts die Korridore von Hogwarts durchkämmt, um Peter Pettigrew zu finden. Doch kaum hat er seine Jagd begonnen, wird Harrys Plan durchkreuzt, als Snape auftaucht. Natürlich dauert es nicht lange, bis Snape, der weiß, dass Harry nichts Gutes im Schilde führt, sich die Karte schnappt und versucht, ihren Inhalt zu enthüllen. Lass mich sehen, murmelte er, zuckte seinen Zauberstab und glättete die Karte auf seinem Schreibtisch. Enthülle dein Geheimnis, sagte er und berührte mit dem Zauberstab das Pergament. Daraufhin beleidigt die Karte Snape jedoch nur. Schließlich wird Lupin hinzugezogen und Snape scheint immer noch nicht zu verstehen, was die Karte eigentlich ist. Lupin, rief Snape ins Feuer, ich will mit dir reden. Völlig verwirrt starrte Harry ins Feuer. Darin war eine große Gestalt erschienen, die sich sehr schnell drehte. Sekunden später stürmte Professor Lupin aus dem Kamin und bürstete sich die Asche von seinem schäbigen Umhang. »Du hast gerufen, Severus«, sagte Lupin milde. »Ja, das habe ich«, sagte Snape, dessen Gesicht sich vor Wut verzerrte, als er zu seinem Schreibtisch zurückging. »Ich habe Potter gerade gebeten, seine Taschen zu leeren. Er hatte das hier bei sich.« Snape zeigte auf das Pergament, auf dem immer noch die Hölzer von Moony, Wurmschwanz, Tatze und Krone leuchteten. Ein seltsamer, verschlossener Ausdruck erschien auf Lupins Gesicht. Nun, sagte Snape, da Snape inzwischen die Spitznamen der vier Jungen kannte, die ihn früher gequält hatten, konnte man davon ausgehen, dass Snape wusste, was die Karte war. Snape fährt jedoch fort, Lupin darüber auszufragen, was genau die Karte ist. Hat Snape die Codenamen nicht erkannt? Lupin starrte weiter auf die Karte. Harry hatte den Eindruck, dass Lupin sehr schnell nachdachte. Nun, sagte Snape wieder, dieses Pergament ist ganz offensichtlich voller dunkler Magie. Das sollte eigentlich dein Fachgebiet sein, Lupin. Was glaubst du, woher Potter so ein Ding hat? Lupin blickte auf und warnte Harry mit einem flüchtigen Blick, ihn nicht zu unterbrechen. Voller dunkler Magie? Wiederholte er milde. Denkst du das wirklich, Severus? Für mich sieht es so aus, als ob es ein Stück Pergament ist, das jeden beleidigt, der es liest. Kindisch, aber sicher nicht gefährlich. Ich nehme an, dass Harry es aus einem Scherzartikelladen hat. In der Tat, sagte Snape. Sein Kiefer war starr vor Wut geworden. Sie glauben, ein Scherzartikelladen könnte ihn mit so etwas versorgen? Halten Sie es nicht für wahrscheinlicher, dass er es direkt von den Herstellern bekommen hat? Harry verstand nicht, wovon Snape sprach. Und Lupin anscheinend auch nicht. Du meinst von Mr. Wurmschwanz oder einem dieser Leute? Sagte er. Harry, kennst du einen dieser Männer? Nein, sagte Harry schnell. Verstehst du, Severus? Sagte Lupin und drehte sich zu Snape um. Für mich sieht es wie ein Sonko-Produkt aus. Hier ist, was ich denke. Snape wusste, dass es sich um einen Gegenstand handelte, der den Rumtreibern gehörte, und er wusste, zu wem er sie zurückverfolgen konnte. Er wusste, dass Lupin in irgendeiner Weise mit dieser Karte zu tun hatte, und das ist es, was er sagt. Hältst du es nicht für wahrscheinlicher, dass er sie direkt von den Herstellern bekommen hat? Das heißt aber noch lange nicht, dass Snape wusste, was die Karte eigentlich war. Die Karte wurde weggewischt, bevor Snape sie in die Hände bekam, und sie war so konzipiert, dass sie Leute wie Snape abschreckt. Die Realität ist, dass so schlau Snape auch war, er wusste nur sehr wenig über dieses eine Objekt. Das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass es mich bitte gerne in den Kommentaren wissen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.